Hey Leute und willkommen zurück zu FIFA 14, diesmal mit Webcam. Und ja, wir sind hier zu FIFA 14, sage ich, zu FIFA 15 natürlich, zur Demo. Und heute zocken wir einfach mal Ultimate Team hier an, also probieren es aus. Und dazu gucken wir uns hier natürlich alles an. So. In FIFA Ultimate Team, you'll build squads and focus on creating chemistry. Building squads with good chemistry means your players will perform better on the pitch. So sieht's aus, das kennen wir alles schon, deswegen überspringe ich das mal. Kennen wir auch. Ja. Spielt nicht auf seiner Lieblingsposition, kann passieren. Tauschen wir da mal. War richtig schwer. Ja, ich denke, wir müssen uns das jetzt nicht alles reinziehen. Ihr seht auf jeden Fall die Goldkarten. Die normalen sehen ein bisschen dunkler aus. Und die anderen, die sind krasser. So, jetzt spielen wir anscheinend hier direkt mit der Mannschaft. Alles klar. Gucken wir einmal ins Teammanagement rein hier. Ja, das kann ja ruhig so bleiben. Gut, dann zocken wir einfach mal die Runde hier. Kommender Gegner ist Ultimate Team 2. Machbar auf jeden Fall. Ab. Auf jeden Fall machbar. Gucken wir uns jetzt hier natürlich an. So you can feel what it's like to play with an ultimate team with a high chemistry rating. Genau, wir können jetzt also hier in dem Testspiel erfahren, wie es ist, mit einem Ultimate Team zu spielen und zu erfahren, wie es ist, mit extrem hoher Chemie zu spielen. Da sehen wir auch unser Messi. Und ja, dann gucken wir doch mal, was hier so abgeht, Leute. Die Grafik auf jeden Fall wieder richtig gut. Wir stellen erstmal hier unsere Taktiken ein. Warte, eben den Ball erobern. Ja, das ist complicated. Konter ist oben so. Gut, wir haben unsere Taktiken drin. Mehr brauchen wir nicht, Leute. Das ziehen wir jetzt durch. Komm. Schönes Tackling. Zabaleta. Schöne, schnelle Spielzüge. So muss das. Ah, schade, schade, schade. Hatte ich nochmal die Idee zum Doppelpass hier. Haben wir gut weggegrätscht da. Schön Picke und jetzt Touré. Ah, ich dachte, der rennt mal. Aber nee, nee, der Messi ist zu faul. Sehr gut. Pedro. Wir können natürlich wieder zum Empfänger wechseln. Machen wir diesmal jetzt nicht. Brauchen wir ja nicht. Jordi Alba, der ist schnell. Aber hier spielen wir mal sicherheitshalber ab. Ah, schade. Keine schlechte Idee für Aguero, da so einen Ball zu spielen. Wir haben ja auch Aguero, krasser Sturm, ja. 87 und 94. Aguero wurde also höher. Nee, wurde runtergewertet. Der war ja vorher bei einer 88. Krass, okay, das wissen wir schon mal. Messi bleibt natürlich gleich. Aber dass der runtergewertet wurde. Warum? Frage ich mich. Ich habe in der letzten Saison jetzt die Premier League nicht so sehr verfolgt, aber. Der hat doch bestimmt nicht so schlecht gespielt, oder? Oh ja, das could be dangerous. Alter, sind die Torhüter krass drauf. Bei FIFA 14 war so einer immer drin. Ich hätte vielleicht noch länger. Ja, Touré! Ja, man kann es ja mal versuchen. Alter, krass, wie der den gehalten hat. Ohne Spaß. Das ist Next-Gen-Torwart heute. Nee, 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 so nicht. Der Abschluss kommt sicherlich nicht an. Komm, drauf, drauf, drauf. Oh, der hat mich hart genutzt hier. Der Drogba. Nein! Ich wollte den Spieler weiter unten. Ich verstehe nicht, warum die immer... alles alleine machen wollen, der Computer.
Die KI. Ich krieg gar nicht angezeigt, wie lange ich unten hier gedrückt halte, ob es heftig wird oder nicht. Wow, was ein Ball und wie das Messi da noch reingekommen ist. Oh, ich wollte den schön angedreht machen. Ma, hätte ich einfach geschossen, wäre er drin, ey. Ohne Spaß. Schade, nochmal, nächster Versuch. Jawohl! Und. Oh! Schade, ey. Hätte das noch funktioniert. Ach, ich vergesse immer, dass ich die Webcam hier anhab. Hatte ich bei FIFA noch nie. Ist ja auch logisch. Hatte ich sie auch noch nie. Und gestern war es zu spät für Webcam. Weil ich noch keine Softbox da habe. Schöner Ball. Jesus Navas. Ey, den wollte ich eigentlich unten haben. Können wir uns hier irgendwo... Ja, ja, komm, gib mal her. Ja, komm. Nein, kriegen wir nicht hin. Schade. Auf jeden Fall hat er es versucht, den rauszuholen. Schön Zabaleta, aber ne, die Flanke war jetzt nicht so das Beste vom Besten. Wir wollen jetzt noch jemanden ein Tor schießen, habe ich ja noch nie in der Aufnahme von FIFA 15. Was soll das denn? Mit dem Team müsste es doch machbar sein. Oh oh. Oh mein Gott. Okay. Gut gehalten erst. Und dann einfach Glück gehabt. Reina. Okay, schönes Tackling von dem Chilis, glaube ich. Wow. Ach, schade, da war natürlich die Körperstärke von Sacco hier gewinnen. Aber Messi ist schnell. Hat den Ball auch zurückerobert, aber dann wieder verloren. Und dann wieder, also mit Hilfe von Fabregas erobert und der den dann, na, wieder verloren und bla bla bla. Ist jetzt auch egal. Wir machen jetzt gleich einmal ein Tor mit Messi oder Aguero und dann läuft das. Irgendeine schöne Kombination. Ey, das ist doch zu einfach. Ohne Spaß, ich glaube, das ist Philippe Louis, sein Linksverteidiger. Ja, ist es auch. Aber da frage ich mich, wie der Torwart, ich dachte, er ist so geil und dann lässt er so einen leichten Ball rein, ohne Spaß. So, Messi jetzt. Oh. Schade, das wäre es gewesen, jetzt hier noch das schnelle 1-1 vor der Halbzeit. Kann man nichts machen. Richtig gutes Tackling. Okay. Let's say, diesmal schaffen wir es. Oh, habt ihr Messi gesehen? Habt ihr? Oh, schade. Okay, wie kombinieren wir uns da am besten durch? Was? Das kann doch nicht sein, dass Yaya Touré den Zweikampf verliert. Pass auf, da oben, schön, wer auch immer es war. Aus der Nase kratzen, ey. Das habe ich gesehen. Oh. Nein, Ronaldo ist der Beste. 20, das ist eine Lüge, dass er der beste Spieler, also ohne Spaß, den hätte ich niemals zum besten Spieler der WM gewählt. Das ist einfach nur ein Trostpreis, für, damit er nicht den da heult. Oh, schade. Läuft der immer schön. Ach, schade. Ja, ich habe verstanden, dass er angeblich. Autsch.
Oh. Sehr schön und weiterleiten. Der Torwart kommt gar nicht mehr raus, aber diesmal haut er ihn rein. Ich glaube Aguero. Oder wer ist das? Ich wollte eigentlich einen schönen Lupfer machen, aber so geht's auch. Aguero, sehr schön. Gucken wir uns natürlich in der Wiederholung an. Wir warten noch ein Momentchen. So. Schöne Perspektive. Krass, wie der sich weggedreht hat. Schön, dass der reingegangen ist. Der ist ihm so über die Fußspitze gesprungen. Ja, nicht schlecht. 1-1. Diego Costa. Ja, dabei bleibt es nicht. Wir legen direkt jetzt nach. Ja, das glaube ich auch, dass Hazard noch viele Weltmeisterschaften spielen wird und auch viel bessere als dieses Jahr mit Belgien. Und ja, ich meine, für Belgien ist es ja schon mal ein Erfolg. Wie sind die gekommen? Viertelfinale? Ich glaube schon. Aber Deutschland wird jetzt die nächsten Jahre natürlich erstmal reißen, ne? Nein. Also, wenn man gesehen hat, wie die gegen Argentinien oder gegen Schottland gespielt haben, hat man gemerkt, denen fehlen schon so Entschuldigung. Denen fehlen schon so ein bisschen ja, die alten Spieler. Wer kommt denn rein? Ramirez, und das sah gerade aus wie Bale. Ich hoffe mal, dass das nicht der Fall ist. Neymar! Oha, das war Neymar. Ich habe Neymar und Bale verwechselt. Komm, Flanke unter drin. Ah, Messi, ja, okay. Ich hätte jetzt vielleicht gedacht, dass da vielleicht Aguero stehen könnte. Der wenigstens ein bisschen bessere Kopfballwert hat als Messi. Er hier, Aguero. Oh, das gibt's doch nicht, Messi. Was? Hä? Okay. Boah, LOL. Die Torhüter sind ja mal so krass drauf, ey. Ohne Spaß. Was ist jetzt los? Ah, danke. Gut. Ich dachte, ich auch. Hatte schon Angst, dass das Spiel abstürzt, ey, ohne Spaß. Marco Reus. Ah, schade, wollte gerade die Flanke reinbringen. Ja, da seht ihr schon, die Torhüter erkennen jetzt von alleine die Spielsituation. Schön! Jetzt gibt ge. Oh! Komm! Ah, schade. Messi, who of course was voted as the outstanding individual player in the World Cup in Brazil. Jetzt halt doch mal die Fresse mit dem World Cup Brasil und Messi. Rede mal von Müller, ohne Spaß. Der war viel besser. Nein, ich wollte ihn unten hinhaben. Dann kombinieren sich Aguero und Messi halt durch. Aguero! Nein! Das kann es ja nicht sein. Aber Ecke, okay. Oh, Ecke, Freunde. Mal gucken, was wir da reißen können. Vielleicht kriegen wir das Gelübde der 90. Ah, ich bin noch nicht an die Ecken von 4-15 gewöhnt. Schade. So, Elfer schießen direkt. Okay, wo ist ein Messi? Messi packen wir nach ganz vorne. Aguero ist auch ganz vorne. Elva hier, der hat besseren Elva als er. Messi hat nur Elva 76. Egal, mit dem kann ich bestimmt gut schießen. Ja, komm. Bäh, bin ich so dumm, ey. So, gut. Fabregas hat 6276. Gut, so können wir spielen. Weiter. Okay, ich bin mal gespannt. Schöner Elfer von Aguero.
Oh, der lupfte den so eiskalt rein, dieser Hurensohn. Fabregas jetzt hier nochmal. Ja, ohne Chance, ey. Okay, Hazard schießt links. Ich hab's gesagt. Kein Ding. Und jetzt Touré, komm. Oben links. Bam. Nice, Reus, komm, der wird gehalten. Der schießt links, rechts, rechts, rechts. Oh, Mitte, eiskalt dieser Hurensohn. Nein, hui. Okay, Messi, komm. Wenn Messi schießen war, nach rechts, oben. Hä, was machen die Torhüter eigentlich? Die bleiben mir nur stehen. Okay, wenn ich den jetzt halte, dann habe ich gewonnen. Neymar. Kein Ding. Spiel nach rechts, spring nach rechts. Oh, so knapp. Okay, Picke. Komm, Mitte. Nee, nicht Mitte. Der bleibt immer in der Mitte. Links. Oh, ich habe ihn einfach in die Mitte gehauen. Nice. Habe ich richtig hart genatzt, ne? Ja, haben wir gewonnen. War natürlich kein Problem. Da gehen die ganzen Fans ab und Thiago Silva rastet aus. Und Shell kann sich noch nicht richtig entscheiden. Ja, die Highlights können wir uns ja nochmal hier ein bisschen angucken. Das schöne Tackling, ey. Richtig gut gemacht. Dann da der Schuss von Messi. Schade, ey. Dass der nicht drin war. Und der von Aguero auch schade. Hat sich noch leider dran vorbeigedreht. Schade. Und jetzt hier von Aguero. Im letzten Moment wurde dann noch von Felipe Luis gestoppt. Und da konnte hier wer auch immer aufs leere Tor schießen. Hat aber weit daneben gezogen. Diego Costa. Hazard. Ja, war doch eine ganz coole Runde hier. Boah, mit gestreckten Beinen gereinigt. War gefährlicher Einsatz hier, ne? Philipp Luis das Tor, da habe ich meinen Verteidiger gekonnt dran vorbeigezogen. Boah, ja, das schöne Pass, ja, ohne Spaß. Und jetzt ist anscheinend der Highlights, That's a very good goal. Ja, der Pass war traumhaft. Boah, Alter, wie er seine Brust rausstreckt, ey. Richtiger Barbo. Ja gut, auf jeden Fall 5:3 nach Elfmeterschießen gewonnen. Weiter geht's. Mal gucken, ob wir noch irgendwas machen können. Es geht tatsächlich, Leute. Okay. Es geht doch nicht. Schade. Ja, wir können hier auf jeden Fall wieder ein Einzelspiel machen. Moment mal, wen haben wir noch? Ja, komm. Wir können jetzt ja eine deutsche Mannschaft bauen, aber wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6 Dortmunder. Ja, das ist uncool. Ich hätte gerne Ibrahimovic drin. Für Aguero. Ich baue mal ein bisschen jetzt hier um, ja. Haben wir einen Rechtsverteidiger? Nee, haben wir nicht. Ist typisch. Weißt du, jetzt können wir hier so einen Gammelspacken drin lassen. Ey. Okay, gibt es wenigstens einen mit mehr Tempo hier? 67, ja komm, packen wir den nochmal rein. Ach, der ist hier drin. Oh. hier, dann nehmen wir den. Forlin. Von Boca Juniors. Entschuldigung. So, wen nehmen wir dann? Wir packen Ibrahimovic und machen wir mit dem. Wir müssen hier ein bisschen umbauen, ne? Also erstmal Aguero muss hier. Entschuldigung, ich weiß nicht, was los ist. Dann haben wir hier einen Xavi. Den können wir mal hier hinsetzen. Das macht, glaube ich, Sinn. Dann setzen wir
Können wir hier den Ibrahimovic hinsetzen? Vielleicht, warte mal. Wir können ja uns auch mal hier die ganzen... Ja, ist in Ordnung. Okay. Die ganzen Stats angucken, ne? Ich kann nicht auf die draufklicken, Leute. Was ist da los? Das macht mich traurig. Okay, wir spielen jetzt einfach mal mit der Mannschaft hier. Ach nee, wir nehmen mal eine andere Aufstellung, Leute. Wir nehmen einen Dreiersturm jetzt. Nee, wir brauchen eine Dreierabwehr. Fuck off, wir bauen jetzt einfach hier raus was. Entschuldigung, dass ich mir die Nase hochziehen muss. Das tut mir echt leid, aber es geht nicht anders. Pass auf, erstmal, Pike bleibt da. Am besten in Spanien. Geht leider nicht. Sowas ist schon wieder toll. Hier können wir erstmal Fabregas hinsetzen. Das ist schon mal etwas besser. Dann würde ich sagen, stimmt gar nicht, hier passt Xavi doch am besten hin. Dann kommt Fabregas raus, für den linken Stürmer haben wir nicht. Kommt jetzt einfach mal Ibrahimovic hin. Ich habe eine Idee, Leute, ich habe einen Plan. So, dann tauschen wir hier ihn mit Aguero. Können wir sonst noch irgendwas machen hier? Argentinier haben wir. Die sind nicht so zufrieden mit ihrer Chemie. Hier haben wir den Michelis. Der ist immerhin... Den müssen wir wieder reintun, damit einfach ein bisschen bessere Chemie ist. Ich hätte gerne... Jetzt macht es mehr Sinn, den hier hinzustellen. Macht überhaupt keinen Unterschied. Dann lassen wir den hier stehen, dann haben die hier wenigstens ein bisschen glücklich und können zusammen leben. Haben wir denn keinen anderen Torwart? Nein, haben wir nicht. Okay. Piszczek haben wir als Rechtsverteidiger. Dann lass uns das doch so machen. Machen wir das so. Das so. Jetzt haben wir die Chemie gerade ziemlich scheiße gemacht. Weil... Jetzt muss Aubameyang für Navas rein. Jetzt wird die Chemie immer schlechter. Ich zerstöre gerade alles. Und dann kommt hier hin, nämlich Gündogan. So. Hier ist ein Linksverteidiger. Warum ist Jordi Alba da? Da soll gefälligst Xavi hin. Ja, ich denke, so können wir spielen. Wir können es mal versuchen mit 82 Chemie, scheiß drauf. Aber wie wir das Spiel spielen, das seht ihr in der nächsten Folge, Leute. Haut da rein. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bye.